Ja, servus, hier ist KWH Sportwetten. Ja, ich würde euch jetzt mal meine Tipps für das Wochenende präsentieren. Ich habe einiges angespielt. Und bevor ich hier lange rumrede, würde ich sagen, starten wir einfach mal gleich los. Hier bin ich als erstes mal in der Bundesliga auf den Sieg von Leverkusen gegangen. Leverkusen hat jetzt gegen Köln nicht gut gespielt, aber 2-1 gewonnen und das sind so Spiele, die musst du einfach gewinnen. Und das hat Leverkusen gemacht, ein bisschen glücklich, aber dennoch gewonnen. Und ich denke, das gibt jetzt Auftrieb und sie werden gewinnen. Im zweiten Spiel bin ich auf den Sieg von Leipzig gegangen. Hier gegen Bremen. Leipzig spielt die letzten Spiele richtig gut, vorne richtig stark. Werder Bremen gegen Schalke jetzt, finde ich, in meinen Augen glücklich gewonnen. Schalke war zumindest ebenbürtig und hätte zumindest auch unentschieden spielen können. Aber hier sehe ich Leipzig vorne und gehe auf den Sieg von Leipzig. Dann habe ich eine Wette noch gespielt. Das ist eine Halbzeitwette zwischen Schalke und Bayern. Hier bin ich auf das über 1,5 gegangen in der ersten Halbzeit. Quote ist 1,89. Kann man auf jeden Fall mitnehmen. Und ja. Zu dem Spiel muss ich nicht viel sagen. Ich denke auch, dass Bayern in der ersten Halbzeit über Schalke hinwegrollen wird und ja, zwei Tore schießt. Und das ist meine dritte Wette. Schalke, Bayern, erste Halbzeit über 1,5 Tore. So. Dann gehen wir noch mal in die zweite Bundesliga. Hier bin ich auf die Ecken gegangen vom Hamburger SV gegen Sandhausen. Hier bin ich auf über 7,5 Ecken gegangen zu einer Quote von 2,24. Ich sehe auf jeden Fall Hamburg hier vorne, klar. Aber die Quote von 1,45 oder 1,5 ist nicht anspielbar. Und HSV ist ja generell immer offensiv. Und sehe hier viel Value über den Ecken von 7,5 auf Hamburg. Quote 2,24. Und mein letzter Tipp für heute ist das Spiel. Wo ist es? Wo ist es? Ja, Elversberg-Freiburg. Hier bin ich auf das über 2,5 Tore gegangen. Wo ist es? Jetzt muss ich wieder auf hier auf alles gehen. Hier. 1,65. Ich habe heute Morgen noch eine 1,75 bekommen. Aber sehe auf jeden Fall hier drei Tore. Ich denke mal, Elversberg wird zwei, drei Stück schießen. Freiburg ist zwar defensiv stark, aber Elversberg, finde ich, spielt momentan in einer anderen Liga. Freiburg kann auch einmal treffen, Elversberg ist defensiv nicht so gut. Und diese 2,5 sind auf jeden Fall gut möglich. Und ja, das waren schon meine ganzen Wetten. Ich wünsche euch ein erfolgreiches Wochenende. Wenn ihr Lust habt, kommt gerne mal in meine Telegram-Gruppe, da habe ich für morgen noch ein paar Wetten am Start. In diesem Sinne, schönes Wochenende und macht's gut.